Willkommen zur letzten Folge Tom und Magnus reden über Gott und die Welt. Wir fangen direkt dynamisch an. Ich möchte nicht groß vorher über alles reden. Wir steigen ein mit meinem ersten Thema, Abenteuer in den Niederlanden. Wir waren, also ich, meine Mutter und meine Schwester waren letztes Jahr in den Herbstferien in den Niederlanden, in Holland, in Nordholland, und haben dort eine Woche Urlaub verbracht. Mein Vater ist mit dem Hund zu Hause geblieben. Und es war wirklich sehr, sehr schön dort. Aber wir sind oben angekommen. Ich weiß nicht, ob es am ersten oder erst am zweiten Tag war. Wir steigen ins Auto. Das Auto zeigt an, Reifendrücke überprüfen. Wir fahren also rum. Wir waren bei Den Helder. Das ist so eine kleinere Stadt halt in Nordholland. Und bis wir endlich eine Tankstelle finden, an der dieses Luftdruckgerät funktioniert. Bei den ersten beiden waren die irgendwie kaputt oder halb geklaut oder so. Und wir mussten ewig nach Den Helder reinfahren, bis wir eins gefunden haben. Tatsächlich, Luftdruck zu niedrig. Wir werfen also Geld in das Teil ein. Wir pumpen den Reifen auf. Wir hoffen, dass es ein Einmalding war. Wir machen weiter Urlaub. Ich weiß nicht, ob es direkt am nächsten Tag wieder war oder erst den Tag danach. Auf jeden Fall wieder Reifendruck überprüfen. Haben also nochmal aufgefüllt. Dachten uns, gut, was wollen wir da jetzt machen? Haben erstmal weiter Urlaub gemacht. Ich glaube, das könnte der Tag gewesen sein, an dem wir nach Amsterdam mit dem Zug gefahren sind. Es ging also. Und dann sind wir am vorletzten Tag nach Den Helder gefahren in der Autowerkstatt. Und wir haben versucht, mit meinem gebrochenen Niederländisch, dessen Vokabular sich auf Sachen beschränkt, die nicht Reifendrücke sind, einem niederländischen Automechaniker, der wenig Englisch und kein Deutsch gesprochen hat, zu erklären, was am Auto kaputt ist. Er hat uns gut genug verstanden, um zu wissen, wo an dem Auto er suchen muss, hat gefunden, was in dem Reifen drin war, und wir konnten wieder nach Hause fahren. Aber die Abenteuer, haben sich tatsächlich nicht beschränkt auf das Auto. Auch die Zugfahrt nach Amsterdam war sehr interessant. Wir gehen in Den Helder an den Bahnhof. Wir kaufen uns Tickets. Das geht ganz einfach in den Niederlanden. Der Ticketautomat war sehr einfach zu bedienen, selbst wenn man wenig bis kein Niederländisch gesprochen hat. Und es gibt in den Niederlanden, glaube ich, auch so eine öffentliche Personenverkehrkarte, die man sich kaufen kann, die man aufladen kann mit Geld, für die man einfach benutzen kann, um dann für Tickets zu bezahlen. Aber wir haben unsere Tickets. Meine Mutter und ich gehen durch dieses Drehkreuz durch. Meine Schwester versucht's, kommt nicht durch. Versuch's nochmal, kommt nicht durch. Läuft in den Laden, der da ist. Ich weiß nicht mal, was das für ein Laden war. Ich glaube, irgendein Fast-Food-Ketten-Restaurant. Die verstehen sie natürlich nicht, weil meine Schwester spricht nicht so das beste Englisch. Und die haben wahrscheinlich auch nicht so das beste Englisch gesprochen. Meine Schwester versucht es nochmal und nochmal. Und wir überlegen schon, ob wir sie illegal durchmogeln müssen. Aber irgendwann hat es dann funktioniert. Warten noch kurz auf unseren Zug. Ich glaube, es stand sich einer da. Wir steigen auf jeden Fall in den Zug, der da steht, dann irgendwann. Wir wissen nicht genau, beziehungsweise meine Mutter zweifelt an, ob das die richtige Zuglinie ist. Ich hatte eigentlich am Eingang gesehen, dass es nur eine Linie gibt, nämlich die zwischen Den Helder und Amsterdam. Die Rückfahrt ist ein bisschen komplizierter. Da gibt's von Amsterdam eine Linie, die spaltet sich und fährt nicht nach Den Helder. Darauf komme ich später nochmal zurück. Deswegen sind wir dann durch den Zug gelaufen, erstmal durch die erste Klasse, weil wir falsch eingestiegen sind, und haben dann irgendwann jemanden gefunden, den wir fragen konnten, ob das der Zug nach Amsterdam ist. War es. Wir sind sehr entspannt nach Amsterdam gefahren. Niederländischer Zug, schöne Strecke, man konnte aus dem Fenster gucken, konnte Kühe sehen, konnte keine Krokusse sehen, weil es war im Herbst, und sind in Amsterdam angekommen. Amsterdam, wunderbare Stadt. Davon erzähle ich vielleicht später nochmal, wenn ich dann Magnus irgendwann mal zu Wort kommen haben lasse. Aber die Rückreise war auch ein Ding für sich. Erstmal wurde unser Zug verzögert, glaube ich. Es kann auch sein, dass einer ausgefallen ist und wir auf den nächsten warten mussten. Das heißt, wir haben erstmal eine ganze Weile in Amsterdam an dem Bahnhof gewartet. Es gab auch ein paar Verwirrungen mit, an welchem Gleis der Zug jetzt eigentlich fährt. Aber es war nicht ganz so schlimm wie mit Deutsche Bahnreisen. Es war noch ein bisschen angenehmer. Es stand tatsächlich ein Deutsche Bahnzug in Amsterdam am Bahnhof, der für die, ich glaube, ungefähr eine Dreiviertelstunde, die wir da saßen, nirgendwo hingefahren ist. Und wir sind zurückgefahren. Da kommt allerdings das ins Spiel, dass sich der Zug irgendwo an einer Haltestelle aufteilt. Und der hintere Teil fährt woanders hin. Das haben wir mitten im Zug erst gemerkt.
Beziehungsweise haben wir mitten im Zug erst gemerkt, dass wir im falschen Abteil sind, weil wir weiter vorlaufen wollten und irgendwann ging es nicht mehr weiter, weil wir am Ende von dem Waggon, in dem wir waren, angekommen waren. Also sind wir an der nächsten Haltestelle ausgestiegen, sind in den nächsten Waggon von eingestiegen und haben uns dann da irgendwo einen Platz gesucht. Ich habe mir noch die ganze Restfahrt Stress gemacht, ob wir im richtigen Teil des Zuges sind, aber wir sind wieder in den Helder angekommen, wir konnten wieder in unser Auto steigen. Zu dem Zeitpunkt ging dann der Reifendruck wieder, weil es wurde am Morgen erst wieder aufgefüllt und sind zurück in die Wohnung gefahren. Also zur Wohnung, nicht mit dem Auto in die Wohnung. Der Tag allein war so ein Wahnsinnsabenteuer. Ich glaube, das hätte allein für den Urlaub gereicht. Gut, zu Amsterdam. Ich habe Magnus doch nicht reden lassen, weil Magnus nichts zu sagen hat. Oh, warte. Hallo, ich bin Magnus. Ich bin auch dabei. Ich war noch nicht in den Niederlanden, deswegen kann ich da nicht so viel mitreden. Deswegen, da würde ich sagen, du hältst deinen Monolog einfach noch ein Stückchen weiter und ich höre einfach nur gespannt weiter zu. Amsterdam, mit dem Zug fahren war definitiv die richtige Entscheidung. Ich glaube, in Amsterdam Autofahren hätte meine Mutter sehr traurig gemacht, weil Amsterdam einfach sehr gut ausgelegt ist auf so einfach öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder und Fußgänger. Ich glaube, das ist generell so. Ich persönlich finde in Urlauben, gerade in so Städten, finde ich es wesentlich entspannter, wenn man die Öffis nutzt. Zum einen, du hast nicht das, also zum einen ist es umweltfreundlicher. Zum anderen, du hast halt einfach diesen Stress mit den Parkplätzen nicht so krass. Du parkst dein Auto halt, also wenn du immer in der Stadt mit deinem Auto unterwegs bist, musst du immer auf einen neuen Parkplatz angewiesen sein. So, wir machen es immer so, wir suchen uns einen Parkplatz. Stellen da das Auto den ganzen Tag drauf und fahren halt überall mit Bus und Bahn hin, weil in den Großstädten mit guter Infrastruktur findest du auch leicht dein Ziel und kommst auch schnell hin, also generell. Es war in Amsterdam wirklich, wir sind überall hingelaufen, weil wir in der Innenstadt hauptsächlich geblieben sind. Man hätte sich bestimmt auch irgendwo Fahrräder ausleihen können, um weiter rauszufahren, aber wir sind, glaube ich, in dem Teil geblieben, der uns am meisten interessiert hat und wir haben den Tag auch gut rumgekriegt. Das erste, was wir gemacht haben, wir wollten, das erste Ziel, was wir hatten, war der, ich weiß nicht, ob es Königspalast ist oder einfach nur Königssitz irgendwie. Auf jeden Fall der offizielle Sitz der königlichen Familie von Amsterdam, weil sie haben noch einen, ich glaube, es ist ein König aktuell. Und dafür haben wir uns dann irgendwie einfach eine random Route ausgesucht. Die Seitengasse, die wir genommen haben, hat uns an den Rand von Amsterdams berühmten Rotlichtviertel geführt. Ich hätte mir das eigentlich gern angeguckt, aber wir sind nicht zu weit rein, weil wir hatten meine Schwester dabei und meine Schwester ist da immer so, Igitt, was ist das? Ich möchte das nicht. Das heißt, irgendwann fahre ich nochmal selbst nach Amsterdam und gucke mir da Sachen an. Wir sind auf jeden Das Fall. Rotlichtviertel. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant in Amsterdam, weil da halt auch viel Ja. einfach Es ist lustige Läden interessant. sind und Ausstellungen und so. Und halt, Ja. weißt du, Deswegen. wenn du in Berlin in ein Rotlichtviertel gehst, das ist was anderes. Wir sind also wieder raus aus dem Rotlichtviertel. Wir haben ein, zwei Sachen gesehen. Ich habe ein paar Fotos, die dürftest du auch auf meinem Instagram zu dem Zeitpunkt gesehen haben. Wir sind irgendwann auch zu diesem Königspalast gekommen. Wir sind erst zwei, dreimal vorbeigelaufen. Wir waren vorher schon mal gegenüber davon, aber wir haben ihn nicht erkannt, weil es, man erwartet sich von so einem Königspalast sowas total Prunkvolles. Weißt du, wenn es noch die preußische Königsfamilie wirklich gäbe, die hätten bestimmt noch so einen riesen Palast irgendwo in Berlin oder das britische Königshaus, die haben ja auch, die haben mehr als einen Palast, die niederländische Familie auch, aber die haben ja sogar in Briten, an der, in Briten, in England haben die ja London, Buckingham Palace. Aber in den Niederlanden, in Amsterdam, dieser Königssitz ist einfach irgendwie ein Gebäude, das aussieht wie ein manche anderen Gebäude. Geil. Wir haben uns noch ein paar andere Sachen angeguckt. Wir hatten für viele von den großen Attraktionen nicht vorher irgendwie Tickets gebucht und so, und haben es uns nicht von innen angeguckt. So Madame Tussauds in Amsterdam haben wir zum Beispiel nicht angeguckt. Wir sind hauptsächlich einfach durch die Innenstadt von Amsterdam gelaufen, haben uns coole Gebäude angeguckt und so. Es gibt eine extrem coole Passage, die, ich glaube, die eigentlich super alt war, die irgendwann mal wieder aufgebaut werden musste, weil Teile kaputt waren. Ich suche gerade das Bild raus. Da sind so maritime Motive, so Fische und so als so Fliesenmosaik überall. Es ist extrem cool. Amsterdam allgemein sehr schön, überhaupt nicht voll.
ist Einwohner, glaube ich, nur in Amsterdam selbst 900 noch was 1000 mit umliegenden Regionen, die noch irgendwie zu Amsterdam gehören, glaube ich, auch nur 1,4 Millionen. Also eine ziemlich kleine Hauptstadt. Definitiv eine Reise wert. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, hauptsächlich aus Amsterdam. Aus sich selbst vertrappen. Ja, es ist ein Rad. Das hier, diese drei Kreuze sind, ich dachte erst, das ist vielleicht so das Wappen vom Rotlichtviertel oder so, weil so, weißt du, so XXX. Ah, okay. Aber nein, das ist das Wappen von Amsterdam, sind, ich glaube, drei weiße Kreuze vor einem schwarzen Balken auf einem roten Grund. Und diese Wild. Kreuze stehen für die drei Katastrophen, die Amsterdam bedroht haben. Nämlich die Pest, Fluten und Feuer, glaube ich. Dann kam Corona, hätten sie noch ein Fotos dazu machen können. Amsterdam war mega. Wir haben uns auch die Grachten angeguckt vom Trockenen. Wir sind nicht auf so eine Grachtentour mit einem Boot gegangen. Wir sind eher an den Grachten lang gelaufen und haben die uns angeguckt. Sind ein paar Mal Leute vorbeigelaufen, wir haben gewunken. Sehr wild. Aber wie gesagt, das war ja schon letztes Jahr im Herbst. Also wir sehen, wie lange wir nicht mehr aufgenommen haben. Also es ist Das war krass. wirklich das. Es ist krass. Ich habe überlegt, ob wir schon über Amsterdam geredet haben in der letzten Nein. Aufnahme, aber haben wir nicht, weil wir haben vor den Herbstferien aufgenommen. Es ist so extrem lange her. Deswegen, also du hast ja auch deine Hype-List für, naja, Neujahr, was aber mittlerweile schon dieses Jahr ist. Teilweise ist sie schon veraltet, ja. Eine veraltete Hype-List. Ich würde sagen, damit können wir gleich mal weitermachen. Mit Hypes für Hype, dieses Jahr, eher. beziehungsweise unsere persönlichen Hypes. Meine ist da relativ kurz. Ich glaube, deine ist ein Tickchen länger. Erstmal die zwei Sachen, bevor wir uns ein bisschen ins Gespräch begeben mit dem, was wir so erwarten dieses Jahr, während Magnus sich ein neues Getränk eingießt. Ich habe zwei Alben gefreut. Ein neues Album von Call Me Malcolm, das ist eine britische Ska-Band. Und eins von I Don't Know How, But They Found Me, das ist eine US-amerikanische Indie-Rock- bzw. Alt-Rock-Band. Beide Alben sind schon rausgekommen. Ich glaube, eins Ende Februar, eins jetzt Anfang März. Wir nehmen es übrigens im März auf. Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, es zu bearbeiten bis Anfang, Mitte April. Aber wir nehmen es im März auf. Wir haben nicht erst im April die Folge aufgenommen. Ich hatte eigentlich gehofft, wir hatten versucht, es zu machen, dass wir es schaffen, vielleicht am 29. Februar aufzunehmen, weil das mal special gewesen wäre, so am letzten Tag im Februar. Quasi nochmal vom Universum eine Verlängerung gekriegt, dass wir es noch schaffen, im Februar aufzunehmen. Hat sich nicht getroffen. Es ist fast Ende März. So viel zu den Alben, die schon rausgekommen sind. Magnus, auf was freust du dich denn so dieses Jahr? Meine Hype ist das extrem kurz, weil ich bin einfach nicht mehr so drin, beziehungsweise so informiert. Das Einzige, worauf ich mich wirklich dieses Jahr freue, jetzt vom Entertainment her, Deadpool 3 auf jeden Fall, freue ich mich drauf, wird wahrscheinlich sehr big. Aber spielmäßig und so weiter bin ich eigentlich im Moment sehr gut bedient. Deswegen, ich freue mich auf nächstes Jahr, also 2025, wenn Monster Hunter Wild rauskommt. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr, 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 sehr cool. Da steht tatsächlich dieses Jahr auf meiner Liste einfach nur neue Informationen über Monster Hunter Wild, weil wir die ja im Ja. Sommer kriegen sollen dieses Jahr. Und da Ja. kannst du auch wieder sehen, das habe ich im Januar schon draufgeschrieben auf die Liste. Da hat sich Sommer noch so weit weg angefühlt. Jetzt ist es Es direkt. ist März, es ist bald Es ist Sommer. März, aber es ist auch so weirdes Wetter. Es ist, ich Es weiß hat nicht, vorhin noch mal es hat geschneit. geschneit. Und jetzt ist es wieder prächtigster Sonnenschein. Es ist so cursed. Es ist sehr komisch. Weißt du, auf was ich mich dieses Jahr auch freue? Ja. Mein Abi. Ha, Wir das sind jetzt mit stimmt. der Schule fertig. Wir wohnen in Thüringen, deswegen ist das Schuljahr für die 12er jetzt im Prinzip zu Ende. Wir müssen nochmal montags die ganzen 12er alle in die Schule, um unsere Zeugnisse zu kriegen. Bisschen nervig, halte ich aber, glaube ich, aus. Aber danach habe ich keine reguläre Schule mehr, muss noch zu ein paar Formalitäten ab und zu mal kommen und eben zu den vier Prüfungen. Es ist so schön zu wissen, dass ich auch nach den Ferien nicht mehr jeden Tag um 6 aufstehen muss, in den Bus steigen muss, Dreiviertelstunde Bus fahren, Schule aussitzen, frühestens um 3 zu Hause sein danach. Es ist so angenehm, einfach zu Hause zu sein und wenn ich will, kann ich mal wohin fahren. Ja, das stimmt, aber es ist auch ein bisschen sad. I mean, das hat sich ja, und der Podcast hat sich ja jetzt auf jeden Fall
über ein paar Jährchen gezogen. Wenn du dann studieren gehst, wird sich das wahrscheinlich nicht mehr so häufig erübrigen, dass wir mal zum Aufnehmen kommen. Deswegen wird das heute auch eine Art Special-Folge. Wie Tom schon meinte, eine Art Abschlussfolge. Ich glaube nicht, dass wir komplett aufhören, weil vielleicht kann man mal Zeit, findet man mal Zeit über Discord oder was weiß ich, trotzdem mal einen kleinen Talk zu machen. Darauf würde ich tatsächlich später nochmal genauer eingehen auf alles. Jo. Aber erstmal Übergang zu eurem Abi-Abschluss, der jetzt vor kurzem war. Es sind nämlich wilde Dinge passiert, finde ich. Es war sehr, sehr witzig. Ich muss dich vorwarnen, ich weiß nicht, wie viel wir davon drin lassen können, weil ich möchte nicht zu viel über die Mottos verraten, weil man dann potenziell rausfinden kann, wo wir auf die Ja. Schule gehen. Zu dem Motto will ich gar nicht so viel sagen. Mehr zu den Dingen, die passiert sind in dieser Zeit. Vor allem der letzte Tag bei mit eurem Abi-Programm, alles war sehr, sehr wild. Zum Beispiel, ich sollte an dem Tag eine Geschichtsarbeit schreiben. So. Ich habe mich wirklich gut darauf vorbereitet. Kam in die Schule, wurde halt mehrmals durch einen dreckigen Parcours gejagt, bis ich irgendwann ins Haus durfte und in den Raum. Im Raum war keiner. Unsere Lehrerin weigerte sich, in den Raum zu gehen, da die Zwölfer einen Satanistenstern auf dem Boden aufgebaut haben und unsere Geschichtslehrerin, die ein bisschen, naja, mystisch angehaucht ist, wollte nicht hineingehen wegen den bösen Energien. Deswegen haben wir dann keine Geschichtsarbeit geschrieben. Aber das war halt eine von vielen Stories, die sich da erübrigt hatten. Aus Gründen hatten wir auch dabei so einen einarmigen Banditen, so einen Glücksspielautomaten. Es war so ein bizarrer Tag und sehr, sehr funny, muss ich sagen. Es war sehr wild, auf jeden Fall. Ich weiß rational, dass ich auch nach dem Abi wieder Stress haben werde mit Uni und so. Aber so Ich glaube, nach dem Abi werde ich wieder Stress haben. Da suche ich mir wieder Leute, mit denen ich Stress anfangen kann. nach dem Abi werde ich wieder Stress haben. Ich werde Patschläger Glücksspielsucht entwickeln. rein. Dafür auch der einarmige Bandit. Aber so erstmal bin ich extrem froh, dass ich jetzt einfach erstmal diesen Schulstress mit normaler Schule nicht mehr habe. Ich erhoffe mir von der Uni, dass ich so ein bisschen mehr Aktionspotenzial habe, wenn ich dann wieder in dem Uni-Stress drin bin, als den ich jetzt im Schulstress habe. Genug von meinem Abi. Ich freue mich auf ein Spiel, das dieses Jahr rauskommen soll, namens Another Crab's Treasure. Ich werde die Steam-Seite von dem Spiel hoffentlich in der Beschreibung verlinken. Ihr könnt es jetzt auf eure Wunschliste packen. Ich glaube, es gibt auch eine Demo, die ihr spielen könnt. Es ist ein Spiel im Stil von, du wirst es nicht erraten, Magnus. Versuch's. Ich weiß es nicht. Dark Souls. Oh, wie kann man sich das vorstellen? In dem es um darum geht, dass im Ozean so viel Müll schwimmt, dass sich diese kleinen Einsiedlerkrabben schon so Plastikflaschendeckel und so nehmen, anstatt irgendwelche Schalen und Muscheln und so, um damit ihre Häuser zu bauen und sich zu schützen. Und das ist so die Hauptmechanik von dem Spiel tatsächlich, dass man sich verschiedene Sachen aufsetzen kann als so ein Haus und das verändert so ein bisschen, wie sich das Spiel spielt. Aber die Demo, die ich gespielt habe, hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich von der Story schon in der Demo erkennen konnte, schien mir sehr vielversprechend. Und das Studio, das das entwickelt, das letzte Spiel, was ich von denen gespielt habe, war auch sehr, sehr gut, also kann ich nur empfehlen. Sonst, es kommt eine Menge, glaube ich, es soll eine Menge dieses Jahr rauskommen. Aber von vielen weiß ich noch nicht so viel. Es soll dieses Jahr zum Beispiel Rivals 2 rauskommen. Was? Wer schon ewig bei dem Podcast dabei ist, also wer wirklich Urgestein ist, meiner Mega-Homies, werden wissen, dass wir ganz am Anfang immer beim entweder Monster Hunter spielen oder Rivals spielen aufgenommen haben. Und das auch zu so unfassbar vielen Audioproblemen geführt hat. Vor allem mit Monster Hunter. Ich glaube, Rivals, wenn. Ich bin ja nicht mehr so dabei, mir neue Spiele anzuschaffen. Aber ich glaube, wenn Rivals 2 rauskommt, dann werde ich es mir definitiv holen. Es Wenn soll Uri im auch, Spiel ist. soll, das, da muss ich dich enttäuschen. Schade. Es soll auch demnächst mal eine Demo davon kommen, dass man das Spiel tatsächlich mal testen kann. Oder so eine Beta oder irgendwas. Aber es ist krass, dass die den zweiten Teil gemacht haben. Ich meine, die Rivals-Community ist winzig. Wirklich Das zweite Spiel winzig. hat aber tatsächlich, sie haben einen Kickstarter gemacht,
Der war ziemlich schnell komplett voll bezahlt. Oh. Also, das Spiel wird auch sehr gut aggressiv vermarktet. Also ich denke, es wird tatsächlich, also ich denke, A, es wird ein gutes Spiel und ich B, ich denke, es ist auch ein finanziell lukratives Spiel. Was ein bisschen unintuitiv vielleicht ist, wenn man sich die Community für Rivals 1 anguckt. Aber ich bin auf jeden Fall glücklich, dass es ein zweites Spiel gibt, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht so super viel spielen werde. Das ist auch das Ding mit Spielen. Ich weiß noch nicht, weil ich noch nicht Wohnungssuche und alles gemacht habe, ob ich es schaffe, meinen PC mitzunehmen, wenn ich umziehe. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern ich anforderungshöhere Spiele spielen kann. Weil ich werde definitiv einen Laptop haben, aber Laptops sind immer so ein bisschen begrenzt in Wie ihren gesagt, Kapazitäten. ich sag dir wirklich, für Studienzeit, es ist smart, wenn du jetzt deinen PC verkaufst und dir dafür wirklich einen Laptop und ein Steam Deck holst. Laptop für Schule, Steam Deck einfach für ein bisschen Fun. Und dann, wenn du Steam Deck für Finger. Schule, sitzen in der Lesung drin mit einem Steam Deck. Und dann, wenn du finanziell dann, keine Ahnung, wieder Cash beiseite hast, beziehungsweise wenn du dann einen Job hast oder so, kannst du ja wieder einen PC anschaffen. Aber für die Zeit ist das, glaube ich, der bessere Trade, wenn du dann separierst. Weil, keine Ahnung, Gaming-Laptop ist halt schon, es ist halt immer noch trotzdem ein Laptop. Gaming-Laptops sind halt auch so, man kann es auch lassen. Ja. Es ist oft sogar besser für Gaming, wenn man sich einfach einen normalen Laptop kauft, der ein bisschen mehr Beef hat, weil Gaming-Laptops oft einfach höher im Preis sind dafür, dass sie nicht so super viel mehr Performance haben. Das ist aber so größtenteils, was ich von Spielen sicher weiß, die dieses Jahr rauskommen. Ich könnte auf meine Steam-Wunschliste ganz kurz gucken. Ich habe Steam auf dem Handy. Oh, Währenddessen kannst du ein bisschen ein reden. Hype zu einem Spiel habe ich noch dieses Jahr. Und zwar endlich Monster Hunter Iceborne durchspielen. Das Spiel, was ich seit sehr, sehr vielen Jahren besitze, aber niemals fertig gespielt habe. Jetzt hat sich das ein Kumpel von mir auch geholt und wir sind wieder in tiefste Sucht verfallen. Tom hat sich dann auch wieder angeschlossen und wir sind schon relativ weit. Ich glaube, wir sind noch zwei, drei Monster, dann sind wir fertig. Ich hatte unabhängig von Magnus um eine ähnliche Zeit angefangen, wieder zu spielen. Ja, Ich aber es hatte hat nicht einen genug fiesen mobile Daten, Anfang. um auf meine Steam-Wunschliste zu gucken. Du RIP. kannst WLAN kriegen. Ja, es hatten aber, also Monster Hunter hatte auch veröffentlicht, dass die Spielerzahlen generell wieder hochgegangen sind. Also hatten mehrere zur gleichen Zeit den gleichen Gedanken. Monster Hunter wurde wieder viel mehr gespielt, unter anderem von uns auch. Und in dem Run werde ich jetzt definitiv auch Monster Hunter mal zu Ende spielen. Wir haben Iceborne, haben wir spätestens angefangen zu spielen, Anfang 2021, Ja. weil wir das definitiv gespielt haben, als wir die Aufnahme gemacht haben für die WandaVision-Sonderfolge. Wir haben Beotoros gejagt. Ja, also es ist Wahnsinn, dass wir das bis jetzt doch beide noch nicht durchgespielt haben. Ja, wie gesagt, bin ja zwischendrin einfach komplett in Valorant verfallen gehabt. Ich Dann auch. du auch. Dann hast du Dota 4 gespielt. Ich habe immer noch Valorant gespielt. Und dann aber ab irgendeinem Punkt haben wir wieder angefangen, ja. Dota muss ich demnächst auch mal wieder rein. Und es ist krass, weil ich habe Monster Hunter, hatte ich ja den ersten Run, war ich ja bei Iceborne dann gewesen. Da hatte ich irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden. Ich habe in den Weihnachtsferien dann komplett reingegrindet und World so schnell durchgehabt wie sonst nichts. Hatte viel bessere Ausrüstung als beim ersten Run. Und meine Stundenzahl hatte sich verdoppelt gehabt auf Steam. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in Magnus Monster da hat, reingesteckt glaube habe. ich, in den Weihnachtsferien allein 80 Stunden gespielt, Das kommt hin, das kommt hin. was absoluter Wahnsinn ist. Ich weiß nur, eine Nacht habe ich sogar komplett durchgegrindet. Sehr wild. Was dieses Jahr kommt, was ich gerade auf meiner Wunschliste sehe, beziehungsweise ich glaube, es steht einfach nur Coming Soon, ist Parcel Core. Ein Spiel, in dem man zu einem von diesen, man hat vielleicht mal auf TikTok oder so gesehen, von diesen Fahrrad Paketboten wird, die durch die Stadt einfach fahren, als gäbe es keine Straßenverkehrsordnung. Gibt es vielleicht in London auch nicht. Es sieht tatsächlich ziemlich vielversprechend aus, weil es irgendwie so ein Mix ist aus einem 3D-Plattformer, aus Tony Hawk's Pro Skater und Crazy Taxi. Es sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, So ob ein es bisschen dieses Jahr aus rauskommt, aber ich bin gehypt. wie Riders Republic oder wie das heißt, das eine Spiel. Es kam ja mal so ein Game raus, ich weiß nicht von welchem Publisher. Sehr coole Grafik auf jeden Fall. Was so verschiedene Extremsport, Fahrrad, Ski, was weiß ich, Dinger vereint hat.
So ähnlich sieht das ja auch gerade aus. Was schon draußen ist, was ich aber so rückblickend Hype finde, was vor kurzem rausgekommen ist, deswegen habe ich das Gefühl, es ist okay, wenn ich es erwähne, ist das The Noise Update für Pizza Tower. Pizza Tower, um das kurz nochmal zu promoten, kostet 20 Euro. Das Noise Update ist kein DLC oder so, das ist kostenlos im Spiel enthalten. Also nochmal extra wert für ein Spiel, das die 20 Euro eigentlich schon locker wert ist. Ist ein 2D-Plattformer. Und ich würde es beschreiben als eine Fusion aus Wario Land und den Genesis Sonic-Spielen. Das Spiel macht mega viel Bock, super kreativ. Es gibt ein paar Level, wo ich mir immer so sage, ja, also das ist es jetzt nicht so, aber die meisten Level sind großartig. Jedes Lied auf dem Soundtrack ist mega geil. Das Noise Update hat die gleichen Level, aber gibt einen neuen spielbaren Charakter. Und für jeden Track gibt es, glaube ich, neue Musik. Es ist auf jeden Fall 20 Euro wert, aber wenn man ein bisschen knauserig ist, kann man auch auf einen Sale warten und 4, 5 Euro sparen. Oh, apropos, mir ist gerade noch was eingefallen, was worauf ich hyped war. 23. Und zwar die Mortal Kombat 1 Updates. Ich spiele kein Mortal Kombat, aber wegen den Updates wollte ich es mir eigentlich noch holen. Ich war da eigentlich nur noch auf dem Sale, weil im neuen Update von Mortal Kombat 1 kamen jetzt nämlich ein paar neue Charaktere dazu, unter anderem Omni-Man und Homelander. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich The Boys, die Serie, sehr, sehr gut finde, als auch die Serie Invincible. Deswegen glaube ich, dass ich mir in naher Zukunft auf jeden Fall mal Mortal Kombat 1 anschaffe, weil das ist schon geil, muss ich sagen. Invincible ist definitiv auch noch auf so der Liste von Serien, die ich mir demnächst mal angucken will eigentlich. Sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ich jetzt mehr Zeit habe. Also ich habe mehr Zeit, wenn ich mit dem Podcast bearbeiten fertig bin. Zwischen Lernen und Bearbeiten ist so ein bisschen. Aber wenn ich mit Podcast schneiden fertig bin, kann ich zwischen Lernen auch ab und zu mir, glaube ich, mal eine Folge Invincible gönnen. Ich bin fertig mit meinem Hype, tatsächlich. Ich freue mich wirklich am meisten von allen. Also in Reihenfolge Monster Hunter Wilds Neuigkeiten, Another Crab's Treasure, die beiden Alben, die schon raus sind, und mein Abi als niedrigste Priorität, weil es ist halt so, ich freue mich, aber ich meine, es war sehr absehbar, wann es kommt, dass es kommt. Ich meine, es geht danach weiter mit Studieren und allem. Lass uns mal in die Möhrengurken reingehen. Die Möhrengurken. Magnus hat mich neulich im Bus gefragt, wie das, was ich denn davon halten würde, wenn es etwas gäbe, was so zur Hälfte Möhre ist und zur Hälfte Gurke, damit man nur eine Sache anbauen muss, um sowohl Möhren als auch Gurken zu haben. Also eins, was einfach so perfekt in der Mitte so gecuttet ist, dass so eine Hälfte Gurke und eine andere Hälfte Möhre ist. Erstmal so in der Mitte an welcher Achse? Weißt du, so in der Mitte. Ja, perfekt in der Mitte. In der Länge oder so in der Mitte von in der einer Hälfte ist. Es ist beides gleich köstlich und es wäre beides gleich lustig. Aber so das eine ist, weißt du, du kannst noch jeden Teil von dem jeweiligen haben. Das andere ist, das ist extrem cursed und es ist natürlich ein Verlust, weil du hast nicht mehr jeden Teil von der Möhren- und Gurkenhälfte. Weißt du, was auch lustig wäre? Wenn du einfach das so gestreift hättest. So Möhre, Gurke, Möhre, Gurke, Möhre, Gurke. Weil dann kann, doch, überleg mal, dann kannst du es so schneiden, hast du perfekte Scheiben gleich. Das kann man auch mit einer Möhre und einer Gurke machen. Nein, ich bin drauf gekommen, weil ich ein Video letztens gesehen habe von genmanipulierten Äpfeln, damit Äpfel in einer Umgebung wachsen können, wo sie nicht wachsen sollten. Und das war ein Apfel mit einer Mandarinenschale. Warum können wir sowas? Warum können wir sowas erzwingen? So, und deswegen dachte ich mir, das wäre ultra witzig, wenn wir das schon können, dass wir sowas machen. Das Konzept an sich ist aber auch so, du weißt, es wird eine richtig, richtig ekelhafte Zone geben, wo sie ineinander übergehen. Und vor allem, du würdest dir ja nichts mehr sparen. Du müsstest halt die doppelte Menge anbauen, wenn es in der Hälfte genau geschnitten ist, damit du Möhren und Gurken hast. Das wäre aber so das Perfekte für so... Ich habe schon überlegt, ich werde mir wahrscheinlich als Student einfach so in einen Blumentopf irgendwas anbauen. So irgendein Kraut oder Tomaten oder sowas. Aber da wären Möhren und Gurken halt tatsächlich Klatsch. Ja, es ist am 1. April legal. Studentennahrung. Wir standen gestern, um kurz die Tangente mal anzubrechen, wir standen gestern auf dem Schulhof, nachdem wir ein Kursfoto gekriegt haben. Und wir standen noch ein bisschen im Kreis rum, haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und auf einmal nimmt eine ihr Handy raus, liest kurz was und dann sagt sie, Bundesrat gibt Weg frei für teilweise Legalisierung von Cannabis. Und alle fangen an zu jubeln. Oh Mann. Ich weiß persönlich nicht, was ich von halten soll. Ich bin
weder Gegner noch Befürworter. Ich bin prinzipiell Befürworter und ich darf nicht und ich will nicht unbedingt Gras rauchen. Darf nicht wegen meiner Medizin. Ja, bei mir ist das relativ egal. Ich denke mir halt nur so, Alkohol ist auch legal, darf auch legal konsumiert werden. Wo ist da unsere Grenze? Wo ziehen wir da die Da Grenze? war doch Also dieser ganz eine, ehrlich. ich glaube, CDU-Typ aus Sachsen, der gesagt hat, er steht nicht dafür ein, dass Drogen legalisiert werden. Ich garantiere dir, der Mann hat schon mehrere Eimer Bier in seinem Leben insgesamt getrunken. Safe. Es gibt keinen richtigen Grund, warum man es verbieten sollte. Also, ganz ehrlich, von daher denke ich mir, macht euer Ding, Leute. Es ist so, vor allem was Drogen angeht, Das auch eine passt schon. relativ ungefährliche Droge. Ja, es ist halt eine Einstiegsdroge, aber im Endeffekt ist das Alkohol genauso. Also, von Ja. daher ist das eigentlich Jacke wie Hose. Ich bin wirklich der Meinung, macht, was ihr wollt. Mich juckt das nicht. Es war eh schon irgendwie seit langem Teil der Gesellschaft, also. Ist das jetzt keine großartige Änderung? Wie sind wir auf Legalisierung von Cannabis gekommen? Du wolltest Ach Sachen so, ich will anpflanzen, Sachen einen anpflanzen. Blumentopf. Da wären die Möhrengurken natürlich mega geil, weil du müsstest in einem Blumentopf einfach nur eine Pflanze anpflanzen und du könntest dir frisches Gemüse in dein Essen machen. Ohne dass du Einmal. groß was anpflanzen Wenn musst. du was in einen Blumentopf anpflanzt, hast du vielleicht eine Mahlzeit. Wenn es hochkommt, zwei. Ich möchte damit mich ja auch nicht selbst versorgen. Na doch, du machst einfach mehrere, so ein ganzes. Du haust dir eine Das Wohnung und schüttest die mit Erde auf. Irgendwo in der Ecke lässt du frei, dann machst du ein Bett hin und pflanzt überall so Pflanzen. noch besser. Normale Wohnung, aber wirklich an jedem Platz, wo es ging, steht ein Blumentopf mit irgendwas, um es möglichst ineffizient zu machen. Nicht so ein Beet oder so, sondern wirklich. Nur Blumentöpfe. Ja, aber ohne Blumen, einfach so Kartoffeln und Möhren. Ja. Nur so eine Scheiße. Wäre witzig, wäre tatsächlich Kartoffeln hätten witzig. auch so Appeal, aber die Kartoffeln sind dann auch winzig, wenn du das in einem Ja, Blumentopf anpflanzt. Also definitiv. kannst es auch lassen. Ja. Du kennst auch, kennst du dieses Ding, wo man Zucchini nimmt und die mit Hackfleisch füllt? Was? Das macht man nicht mit Gurken, aber man kann eine Zucchini nehmen. Bitte was? Du machst in Zucchini so ein bisschen ein Loch rein, weißt du, hüllst sie ein bisschen aus, also du schneidest sie auf. Zucchini aufschneiden, in Hälften meistens, und dann noch Stücken draus schneiden. Und dann tust du da Hackfleisch rein und backst das. Ich habe davon noch nie gehört. Tatsächlich richtig das Beste, was man auch aus Zucchini machen kann, meiner Meinung nach. Ich weiß das, weil wir sehr viel verschiedene Zucchini-Gerichte gegessen haben, als wir letztes Jahr eine Zucchini-Plage hatten. Weil wir von allen Verwandten ständig Zucchini bekommen haben. Wir haben mehrere Wochen an den Wochenenden immer an beiden Tagen irgendwas mit Zucchini gegessen. Ich kenne viele Arten, Zucchini zuzubereiten. Ich finde, um nochmal auf dein Pflanzenthema zurückzukommen, ich finde die Vorstellung nur gerade so unglaublich witzig, die ich gerade hatte. Wirklich, du in so einer Einraum-Stadtwohnung, irgendwo in so einem Mehrstockhaus, sagen wir noch im dritten Stock oder so, und hast da so deine Beete in der Wohnung, vielleicht doch ein Huhn irgendwo rumrennen, dass der Daily frische Eier legt. Es gibt Leute, die haben Hühner einfach in der Wohnung. Das ist so ihr Haustier. Das ist wild, das ist wild. Ich würd mir eine Ente halten. Oder nicht eine Ente, eine Gans. Eine Gans würde ich mir in der Wohnung halten. Ich finde, Gänse sind toll. Ich würde mir auch eine Ziege in der Wohnung halten. Ja, eine Ziege in der Wohnung. Und dann, Das wenn sie ist wild. Auslauf brauchst, gehst du mit ihr so zu so einer Gehe ich so Gassi. Bowlinghalle. Da gehe ich so Gassi so mit der Ziege. Ich gebe ihr dann so ein Halsband, laufe mit ihr so rum. Cool. Ich fand das Bild aber auch witzig, den Gedanken, dass ich wirklich einfach so einen Blumentopf stehen habe und so eine Pflanze raus und es hängt an einer Blüte, beziehungsweise an einem, wo meine Blüte war, hängt einfach so ein gurkenlanges Gebilde, das in der oberen Hälfte Gurke ist und in der unteren Hälfte Möhre. Und es wachsen noch so kleinere Möhrengurken gerade ran an Und anderen an Zweigen. irgendeinem Zweig wächst nochmal eine Tomate, an einem anderen so ein Apfel. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Die eierlegende Wollmilchsau der Pflanzenwelt. Die Möhren, Gurken, Tomate. Oder was, weißt du, was geil wäre? So wirklich so nice Geschmäcker, so Kiba. So eine Mischung aus Banane und Kirsche. Das wäre doch mal was, so. Das ist geiler Geschmack, das passt doch. Aber ich glaube, dass sich die Frucht oder nicht so schmecken wie Kiba. Vor allem auch Kiba, es gibt ja auch so Kiba-Saftpakete. Ja. Wo du dann kaufst und es ist schon vermischt. Na, Das ah, das ist ja ist nicht, ranzig. das ist nicht das, der Sinn an Kiba. Ja, das stimmt. Der Sinn ist ja, dass man das unvermischt hat.
Und man kann es so ein bisschen vermischen, aber man trinkt es eigentlich. Diese Farbtrennung ist aber auch wichtig. Wenn man jetzt eine Kirsche und eine Banane fusioniert, ist es dann eine rote, längliche Frucht oder so ein gelber Ball? So, welche Form nimmt es dann? Oder wird es dann so eine Fusion aus beiden? Ich glaube, es wird so echt einfach so ein großer, runder, gelber Ball. Ja. Oh mein Gott, diese Themenliste ist so cursed. Okay, nächstes Thema, nächstes Thema. Das Geheimnis des Elfenführers. Ich möchte das erste Thema Was noch zum skippen. Fick, bitte? Das ist ein Callback auf ein altes Thema. An das ich mich nur erinnere, weil ich letztes Jahr, als ich immer laufen gegangen bin für Sport, habe ich immer unsere alten Podcast-Folgen nochmal gehört. In einer Folge, ich glaube, es war Folge 10, auf jeden Fall die Folge, mit der wir 2022 angefangen haben, haben wir das Thema gehabt, der Führer war ein Elf, weil du nicht lesen kannst. Wir haben irgendwas auf Discord gemacht und wir hatten technische Schwierigkeiten, weil wir sind Tom und Magnus und wir reden über Gott und die Welt. Und du hast Discord neu gestartet und dann hast du gesagt, Tom, da stand gerade, der Führer war ein Elf. Neulich habe Discord auf Englisch. Was ich annehme, ist die englische Version von dieser Nachricht. Was da wirklich steht, wenn ich es aus dem Englischen übersetze, ist, dass das Maskottchen von Discord früher, nicht Führer, ein Elf war. Der Fun Fact sagt auch den Was Namen ist nicht mehr, vielleicht was nicht. ist das heute eigentlich? Ist es ein Schwein oder Ich was habe ist das? keine Ahnung, ich weiß nur, dass es Wumpus heißt. Auf jeden Fall ist das das Geheimnis des Führerelfen. Krass ist aber, dass du das so gelesen hast. Das Maskottchen von Discord war früher ein Elf. Der Führer war ein Elf. Ich habe nur verschiedene Wörter so einzeln wahrgenommen und es hat so wenig Sinn ergeben in meinem Kopf. Und weißt du, woran ich dann gedacht habe? An so Schlumpfhausen, die Schlümpfe laufen da so in NS-Uniformen rum, so weißt war so die körsteste Vorstellung, die dabei entstanden ist. Schlumpfstaffel. Die Schlumpfstaffel, genau. Also, boah. Falls jemand von unseren zwei Zuhörern das gerne für uns illustrieren möchte, ich nehme gerne Fanart an. Ich glaube, das könnte man actually von ChatGPT oder so erstellen lassen. Ja, sicherlich, aber Wie das schreibt hat man er nicht das? so dies. Gebe mir schon Pause zur NS-Zeit. Das zum einen, zum anderen, das nicht, weißt du, das hat nicht den gleichen Grad an Kreativität, wie wenn du jemanden, den du persönlich kennst, bittest, dir zu zeichnen, Schlumpfhausen, aber die Schlümpfe tragen SS-Uniform. Auch nochmal für unsere zwei Zuhörer. Das ist natürlich. Ihr müsst es mit Humor nehmen. Wir sind, das war eine schlimme Zeit früher. Nehmt es mit Humor. Das war nur eine reine Gedankeninterpretation von dem Gelesenen, deswegen. Der Führer war ein Elf. Der Führer war ein Elb. Genau. Du hast damals auch gesagt, was ist das für ein Elf? Das ist ein sehr grausamer Elf. Gut. Und ich meine, du hast da recht, aber es ist eine sehr witzige Art, es auszudrücken. Ja, was haben wir noch? Genug vom Führer. Ich möchte das Thema. Ich weiß nicht mehr, wie ich. Es ist wieder eins von den Themen, von dem ich nicht weiß, wie es draufgekommen ist. Was? Auf meiner Themenliste steht ganz oben Hurensalat. Darf ich erstmal meine Interpretation von diesem Wort Bitte? ausgeben? Unter Hurensalat stelle ich mir gerade wirklich so ein Bottich mit Huren vor, die sich da drin so tummeln, weißt du? Wie wenn du so eine Schale Würmer hast zum Angeln. Und dass sich dann so rumtummelt. Das habe ich mir gerade darunter vorgestellt. Erklär mal, wie du da drauf gekommen bist. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ach so, Was ich dir cool. sagen kann, ist, was ich mir gerade drunter vorstelle, ist, ich meine, Hurensalat ist im Prinzip nur ein komischer Name für eine Orgie, oder? Du musst keine Hure sein, um eine Orgie zu Das stimmt, das starten. stimmt. Ich glaube, wie es drauf gekommen ist, dass wir zu Hause Möhrensalat gegessen haben. Aber bei uns zu Hause sind alle mehr oder weniger schwerhörig. Und es muss mein Vater gewesen sein, weil nur mein Vater würde das dann laut sagen, der dann gefragt hat, ob meine Mutter Hurensalat gesagt hat. Hatte sie natürlich nicht. Aber dann habe ich mir Hurensalat aufgeschrieben, weil das so ein bizarres Thema ist. Was ist eigentlich die männliche Version einer Hure? Ein Hurer? Ein Hurra, ja. Ein Hurer.
alle Hurinnen bitte ins Forum kommen. Wildes Wort. Eine Wortneuschöpfung. Eine interessante Wortneuschöpfung, ja. Ein Hurensalat. Es gibt so, also, es gibt so schöne Wortmix-Begriffe, wie irgendwo hatte ich das mal gelesen. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Aber ich ziehe das gerade in letzter Zeit durch, dass ich, wenn ich bei Leuten, also wenn ich einkaufen bin und hinter Leuten in der Schlange stehe, dann frage ich sie immer, ob sie mir das Kundendifferenzierungsmodul reichen können. Schrägstrich der Warentrenner. Das hattest du nicht erwähnt. Wir hatten uns mal über das Thema unterhalten, aber das hattest du nicht erwähnt. Es sind so unfassbar unbezahlbare Blicke, die ich da immer abkriege, wenn ich nach dem Warentrenner frage, aber es ist so ein geiles Wort. Das Kundendifferenzierungsmodul. Das ist der Fachbegriff für den Warentrenner. Und ich frage mich, wer sich das ausdenkt. Ich musste auch neulich wieder an die Podcast-Folge, die wir dazu aufgenommen haben, denken, als wir im Zug nach Erfurt saßen, ich mit meiner Klasse, und wir wieder an der Haltestelle vorbeigefahren sind, die eine Bedarfshaltestelle ist, wo wir den Wunschhaltetaster hätten drücken müssen, hätten wir da rausgewollt. Ich sollte irgendwann einfach mal einen Salat kreieren, ein Salatrezept, das den Namen Hurensalat verdient hat. Ich muss mir noch ausdenken, was es bedeuten würde. Es wäre cool, weil wenn der Salat sehr, sehr gut ist, so imagine, du machst einen extrem geilen Salat und der Werdegang von dem Salat ist, dass dann irgendwo mal hier in irgendeiner Chefkoch-Sendung, was weiß ich, ist und die Teilnehmer müssen dann einen Hurensalat zubereiten. Das wäre so witzig. Du kannst, wenn du geilen Scheißer findest und der irgendwie viral geht, dann kannst du dem so behinderte Namen geben und es wäre überall zu hören. Das ist geil. Gut, wir haben oft genug das Wort Hurensalat gesagt. Ja. Ich glaube, wenn wir es noch mehr machen, wird es einfach nur noch cursed. Wird das Video einfach nur noch gelb? Das Video ist... Ich meine, wir verdienen sowieso kein Geld mit dem Podcast. Ah. Gut. Noch nicht. Noch nächstes nicht. Thema, bevor wir darauf kommen, warum das die letzte Folge ist. ja, folgt alle Magnus auf Twitch. Ich tue wieder den Link in die Beschreibung. Wundervoll. Letztes Thema, bevor wir darauf kommen, warum es die letzte Folge ist. Pokémon Go to the Polls. Das bezieht sich auf etwas, was Hillary Clinton gesagt hat, als sie Präsidentschaftskandidatin war, 2016. Und 2016 war ja der große Pokémon Go Sommer, wo alle Pokémon Go gespielt haben. Und Polling Stations, also Wahllokale. Und sie wollte, dass die Jugend, die jüngsten Wahlfähigen, auch wählen gehen. Und hat gesagt, Pokémon, go to the polls. Zwei Gründe, warum ich das aufschreibe. Nummer 1, Magnus und ich sind wieder in Pokémon Go eingestiegen. Beziehungsweise Magnus wieder, ich zum ersten Mal. Jetzt, 8 Jahre nach dem Hype. Pokémon war generell in letzter Zeit sehr, sehr populär, weil ich habe mir zur unserer Motto-Woche, das ist jetzt unabhängig vom Thema, weil das werdet ihr nicht rauskriegen, ich habe mir zur Mottowoche einen Relaxo-Ganzkörperanzug bestellt. Und es hat so viel Fun gemacht. Es hat diese Pokémon-Go-Sucht nochmal so wundervoll unterstützt. Gestern Abend war mir so extrem kalt. Also habe ich mir den Relaxo-Ganzkörperanzug angezogen. Und saß dann hier in diesem scheiß Anzug. Ich habe sogar in dem Anzug geschlafen, weil er so fucking bequem ist. Er ist so schön weich. Aber ja, auch ich bin jetzt auf Pokémon Go zu finden. Link in der Videobeschreibung. Ich überlege wirklich, ob ich das mache. Link in die Videobeschreibung packen für mein Pokémon Go Profil. Könnt mir Freundschaftsanfragen schicken. Ich bräuchte auch. Ich habe eine Geschenkmission. Ich muss 20 Geschenke verschicken. Nee, nicht mal 20, ich muss 60 verschicken. Oh. Das ist böse, weil ich habe nicht mal so viele Freunde. Das ist brutal. Aber ja, wir sind wieder in Pokémon Go drin. Ich sammle glücklich meine kleinen Pokémon. Ich sammle glücklich große Pokémon. Magnus sammelt glücklich große Pokémon. Ich verteidige die Arena da vorne seit geschlagenen 5 Tagen. Ja, wir wohnen in einem relativ kleinen Dorf, in dem es A, nicht so viele Jugend gibt. Aber es sind trotzdem viele aktive Spieler da. Es ist trotzdem, die Arena wird ständig angegriffen von irgendeinem Dude, der da wohnt. Und jede Arena ist immer komplett doll besetzt, das ist krank. Und wir haben noch D hat Leute. Niemand stark genug Pokémon, um Magnus zu besiegen. Das Trigäfer lockt da drinnen. Der zweite Grund, warum ich das Thema auf die Liste gepackt habe, ist, dass dieses Jahr Europawahlen sind, in denen man, glaube ich, schon ab 16 wählen kann. Die sind im Sommer.
Und es sind im Herbst Landtagswahlen. Ja. Und ich möchte alle zu den jeweiligen Wahlen wahlfähigen Zuschauer bitten, geht wählen. Wirklich. Also ich möchte eure Entscheidung nicht beeinflussen, was ihr wählt. Das ist Oh euer doch, Ding. ich möchte es schon. Wählt Solange nicht es die nicht die AfD AfD. ist, ja. Solange es nicht die AfD ist, möchte ich nichts beeinflussen. Sollte es die AfD sein, möchte ich euch beeinflussen. Ja, also ganz ehrlich, wir sagen es jetzt, wählt nicht die AfD. Wenn wir es so haben wie früher, wenn wieder hier das Dritte Reich aufkommt, wir haben alles gegeben, wir haben es versucht. Ja, es Also ist ich einfach meine, zu ich bin dumm. dann zu dem Zeitpunkt hoffentlich in Dänemark. Ja, ich gehe nach Neuseeland. Auch eine Option. Nein, aber ich mache mir echt Sorgen, was jetzt die Landtagswahlen angeht, weil ich, wenn ich den Humor auch von meinen Mitschülern mitkriege, die der Meinung sind, es wäre ja mal funny, mal gucken, was passiert, ich immer so denke, nee, Aber nee. wirklich wichtig ist der Aufruf, geht wählen. Nummer eins, damit die AfD nicht gewinnt. Nummer zwei, wir haben so viele Nichtwähler. Wir haben eine relativ hohe Wahlbeteiligung, glaube ich, trotzdem in Deutschland verglichen mit einigen anderen Ländern. Aber wir haben eine ziemlich gut funktionierende Demokratie. Es ist wichtig, dass ihr wählen geht. Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Es ist nicht mal so, dass ihr so eine Manche Ausrede kämpfen habt wie in darum, den ja. USA, dass ihr euch registrieren müsst zum Wählen oder so. Ihr müsst wirklich einfach hingehen, Perso zeigen, wer ihr seid, wählen, Kreuz machen, fertig. Das sind 15 Minuten Aufwand vielleicht. Informiert euch zu den Parteien, die zu den jeweiligen Wahlen antreten. Guckt, welche Partei euch am ehesten zusagt und geht Wahl-o-mat, wählen. maybe. Wahl-o-mat ist, glaube ich, ist für die Landtagswahl auf jeden Fall noch nicht draußen, das hatte ich noch nicht geguckt. Für die Europawahl vielleicht mittlerweile schon. Aber wirklich wichtig, beschäftigt euch mit dem Wahlprogramm. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel in Erwägung gezogen habt, die AfD doch zu wählen, lest euch einfach mal das Wahlprogramm durch. Weil ich finde das zum Beispiel witzig, dass sie auf ihre Plakate schreiben, Rente erst mit 70, nein, danke. Und ihren Wahlprogramm steht, dass man mindestens 45 Jahre arbeiten soll, weil wodurch du mit Schwangerschaftszeit und Ausbildung locker über die 70 Jahre kommst. Es ist so ein Ja. Cursed Bullshit. Selbst direkt nach der Schule anfängst, Ausbildung zu machen. Sagen wir mal, wirklich nach dem Abi. Also du hast Abi gemacht, du entscheidest dich aber, okay, ich mache einen Ausbildungsberuf. Vielleicht auch was nicht so direkt körperliche Arbeit ist. Du machst allein die 3 Jahre bestimmt Ausbildung. Du arbeitest trotzdem bis mindestens paar 60. Ja. Du sparst dir da nicht so viel. Nee. Es ist. Nee, das Wahlprogramm von der AfD ist einfach doppelmoralisch und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dann ist das einfach nur Es für ist unsere wirklich. Generation komplett feindlich. Es ist einfach wirklich, wir werden dadurch gottlos gefickt. Es ist unverdeckt völkisch, jugendfeindlich, es ist wirklich nur darauf ausgelegt, jetzt Stimmen zu fischen von Rentner. so Leuten im mittleren Alter bis Rentenalter. Auf Kosten der Zukunft in jeder Hinsicht. Ja, es ist echt krank. Also, nee, es ist keine gute Partei. Deswegen, wir haben wahrscheinlich hauptsächlich jüngere Hörer. Denkt dran, es ist eure Zukunft. Euch kommt das in keinster Weise zugute. Lest es euch einfach mal durch. Du kannst ja mal das Wahlprogramm von der AfD verlinken. Das kann ich auch mal machen. Und die 10 Thesen für Thüringen, in der sie zum Beispiel ideologiefreie Ausbildung wie in der DDR fordern. Gut, Pokémon Go to the Polls. Letztes Thema. Warum ist das hier die letzte Folge vom Podcast? Es hat hauptsächlich den sehr, sehr einfachen Grund, dass ich keine Lust mehr habe, den Podcast zu schneiden. Ich habe das an der letzten Podcast-Folge gemerkt. Verständlich. Es macht sehr viel Bock, mit dir aufzunehmen, mich mit dir zu unterhalten. Aber ich kann mich mit dir auch unterhalten, ohne aufzunehmen und das danach zu schneiden. Das Schneiden Das. macht unfassbar viel Arbeit. Und es ist. Oh. Ich muss sagen, ich fand das immer sehr impressive, dass du dir das aufgeladen hast, die Scheiße noch zu bearbeiten. Ich habe mich ja selber ab und zu mal versucht, Videos zu machen, Videos zu bearbeiten. Hat ja semi gut funktioniert manchmal. Ich habe auch schon Schulprojekte gemacht, wo ich halt zum Beispiel Audiospuren gebraucht habe. Es ist arschviel Arbeit. Deswegen Props an dich. Weiß ich sehr zu schätzen, dass du das so lange Zeug gezogen hast. Ich würde sagen, anderer Grund, warum es halt nicht mehr jetzt so weitergeht, beziehungsweise nicht aktiv, ist halt wirklich, dass du dann weggehst in naher Zukunft. Ich, wie gesagt, habe noch ein paar Jährchen. Ich bleibe noch hier.
Deswegen können wir auch nicht mehr so live aufnehmen. Ich meine, früher haben wir es auch nur über Discord gemacht, aber ich glaube mittlerweile, ich zumindest habe mich sehr dran gewöhnt, einfach dich in Person neben mir sitzen zu haben. Es ist auch viel schöner, als einfach nur über eine Fernleitung zu reden. Vielleicht machen wir noch ab und zu mal irgendwas in dieser Form, wenn wir mal irgendwas Weltbewegendes finden an Themen, was wir unbedingt mit euch teilen wollen. Ansonsten, Ich denke, was es wird hältst du auch denn? hauptsächlich so sein, dass wir beide in Kontakt bleiben und die Ja, Welt halt. definitiv. Es kann auch gut sein, dass wir noch Sachen zusammen im Internet machen, weil du streamst ab und zu. Ja. Wahrscheinlich jetzt auch in den Ferien ein bisschen. In den Ferien wahrscheinlich, jetzt in der zweiten Hälfte von der ersten Und da Ferienwoche kann es auf sein, jeden dass ich dann Fall. auch mal dabei bin irgendwann. Das wäre gut. Ich komme dich auch ab und zu mal besuchen dann in deinem Studienort. Es ist auch so, ich habe nicht wirklich die Kreativität, die ich mal hatte mit den Themen. Same. Früher habe ich so Sachen aufgeschrieben wie stinkende Blumen in der Stadt. Darauf komme ich halt nicht mehr. Solche Themen kommen mir heute nicht mehr wirklich in mein Gehirn. Wir haben viele von den guten Themen schon früher aufgenommen. Und ich möchte nicht einfach wirklich 3, 4 Folgen machen, in denen wir nur Themen recyceln, die wir schon mal besprochen haben. Das stimmt. Naja, bei mir ist genauso. Also früher habe ich, du warst schon immer kreativer, was die Themen angeht. Ich hatte früher versucht, noch irgendwas in der Form mitzuhaben, beizutragen an Themen. Mittlerweile fällt mir gar nichts mehr ein. Bin ich ehrlich. Ich glaube, wir haben das ganze Ding gut ausgeschöpft. Ich glaube, das hat unsere Freundschaft auch sehr gefördert. Ich glaube, wir haben das Beste aus der Zeit gemacht, im Endeffekt. Wir haben Und auch ein oder zwei tatsächlich ziemlich gute Folgen gemacht. ja. Wir hatten auch gute Folgen dabei. Wir hatten einige Startschwierigkeiten. Wir haben ein ganzes Jahr schlechte Folgen gemacht. Ja, im Endeffekt, vielleicht trotzdem guckt man später mal drauf zurück und denkt sich, boah, war eine geile Zeit. Ist auch ein bisschen was Nostalgiehaftes. Von daher finde ich, wir haben alles richtig gemacht. Ich bin Definitiv. insgesamt froh, dass wir das Projekt Podcast gemacht Dass wir haben. es durchgezogen haben, ja. Ich bin aber auch froh, dass wir es abhaken können. Same, same. Wie gesagt, wenn sich mal wieder was ergibt, können wir ja nochmal irgendwie ein Comeback starten. Es war Das auch immer erste so ist ein die letzte bisschen so Folge. ein, war auch immer so ein bisschen so ein Krampf, Einen Termin zu einen finden. Termin zu finden. Es war auch Ja. gut zu sehen an Hauptsächlich heute. an mir gelegen, weil ich hatte immer, gerade in letzter Zeit, irgendwelche Esel zu kämmen, weswegen ich nicht aufnehmen konnte. Das Das schiebe ich ist. auf deine Freundin. Wir hätten bestimmt an irgendeinem Wochenende mal Ich aufnehmen schieb's auch können, da drauf. wenn nicht permanent wieder du bei deiner Freundin gewesen wärst oder sie bei dir. Ja. Deswegen, das sind alles so Sachen, die dann halt Wir dazwischen haben es spielen. auch, apropos noch eine andere Person. Wir haben niemals, was wir mal gesagt haben, was wir machen wollen, noch einen Gast dazu geholt zum Aufnehmen. Stimmt. Das haben wir irgendwann mal geplant. Wir hatten sogar Leute Wir hatten rekrutiert. teilweise hatten wir Leute geplant. Wir hatten, ich weiß noch nicht, ob ich den Namen drin lasse, sollte ja mal eigentlich Dabei dabei sein. sein, aufnehmen. Das ging irgendwie terminlich nicht. Das hat sich niemals ergeben. Und dann haben wir es irgendwie komplett Der Big Daniel vergessen. Arson wollte mehrmals auf dem Podcast, hat ständig gefragt, wann er denn mal aufnehmen kann mit uns. Ja, es hat sich nie ergeben, das stimmt. Wollten wir mal was im Videoformat machen? Ich glaube, wir wollten auch einmal was im Videoformat machen. Ich möchte auch irgendwann noch den Film machen. Den Tom und Magnus Film, das war dann das Comeback. Das Irgendwann in ist, 20 ja, Jahren. das ist dann wie die ganzen Filme, die in letzter Zeit so zweite Teile und Nachfolger und Remakes gekriegt haben, die schon uralt sind. Das ist dann in 20 Jahren von Podcasts, an den sich keiner mehr erinnert. Das ist der Film. Ich meine, aber wir hatten auch ein paar Highlights dabei bei den Podcast-Folgen, weil mein Highlight ist trotzdem immer noch Salz und Pfeffer sowie der Giraffenstapel. Der Das sind. Giraffenstapel bleibt für immer legendär. Also, das war wirklich gedanklicher Bullshit, der aber sehr, sehr gut Ich durchdacht weiß war. nicht, in welcher Folge das ist, aber ich muss die Folge noch irgendwann mal finden. Die Folge, in der wir uns darüber unterhalten haben, was man mit so viel geklauten Pistazien anfangen könnte, außer verkaufen. Das ist auch eins von meinen Dauerhighlights. Elefantenlocken. Wir haben auch relativ gut schon geklärt, was als nächstes kommt. Wir werden wahrscheinlich nochmal irgendwann was zusammen machen, dass es auch ins Internet schafft. Eventuell ein Stream, eventuell ein Video bei mir oder bei Magnus. Aber der Podcast ist damit Abgehakt. jetzt vorbei. Ihr seid erlöst. Und damit möchten wir euch verabschieden, Und uns bedanken. euch danken für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören über die letzten fast tatsächlich Drei Jahre? 4 Jahre, 4 Jahre. fast 4 Jahre. Impressive. Die erste Folge war irgendwann Mitte bis Ende Mai Noch im Bus aufgenommen. 2020, nee, also die, ja, die allerersten Aufnahmen waren Im Bus. im Bus vor über 4 Jahren. Aber die erste Folge, die tatsächlich auf YouTube gelandet ist, war irgendwann
Mitte Mai aufgenommen und wir haben fast 4 Jahre Podcast gemacht. Es gibt teilweise welche unter euch, die tatsächlich schon knapp die ganzen 4 Jahre fast zumindest Zuhörer sind. Wir möchten euch dafür besonders danken, dass ihr das durchgestanden habt, die Phase, in der wir niemals gute Audioqualität hatten. Mittlerweile hoffe ich doch, es ist besser geworden. Aber hey, weißt du, was mir noch so aufgefallen ist? Wir waren trotzdem, der Podcast-Hype an sich, der ging erst so vor 1, 2 Jahren los. Wir waren trotzdem nicht mit dem Hype, haben wir angefangen, Podcasts zu machen, sondern sogar ein bisschen früher. Also wir sind Originals, meine Ja, Jungs wir und sind die Mädels. Originals. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns in diesem Sinne. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns irgendwann mal wieder. Teilt den letzten Podcast auch einfach für die Endorphine, die ich kriege, wenn ich Benachrichtigungen auf YouTube sehe, mit Freunden, Verwandten, spielt eurer Oma vor. Wenn ihr einen von den Lehrern habt, die euch irgendwie eine Klassen-Playlist machen lassen oder so, macht einfach aus Troll mal eine Podcast-Folge rein. Das Damit war's. verabschieden sich Tom und Magnus. Wir sind fertig. Wir haben Gott und die Welt beredet. Wir wissen alles. Wir haben alles gesagt. Wir haben alles gesehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.